neuen Video der Firma CNC-Steuerung. Das ist Teil 2, Einrichten des Teachen. Gehen Sie als allererstes hin und legen Sie einen Ordner mit dem Namen Teach auf der Festplatte C an. Kein Unterordner, direkt hierhin. Wenn Sie das nicht machen, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Wenn Sie den Ordner angelegt haben, laden Sie sich unser Programm aus dem Cloud-Server runter. Den Link erhalten Sie nach Kauf. Und kopieren Sie die Oberfläche, wir haben jetzt die Hobby-Version, in den Ordner Screens. Unsere Oberflächen sind durchnummeriert von V1, V2, also Teach, Underline Screen, Underline V1, V2.z. Hier sehen Sie schon die Zweier, das ist eine Weiterentwicklung, aber wir reden jetzt erstmal über die V1. Die V1 in den Ordner Screens kopieren, dann starten Sie Ihr Profil. Wir gehen über den Loader, weil wir so viele Profile haben, wählen unser Profil Tasten aus, so nennen wir das, hat aber keine Bedeutung. Sie können das Profil nennen, wie Sie gerne möchten. Also das Laden dauert ein bisschen je nach Rechnerkonstellation. Schnelle Rechner brauchen weniger Zeit, langsame Rechner etwas länger. So. Dann ist Ihr Profil mit der alten Oberfläche geladen. Dann gehen Sie auf Ladeoberfläche, suchen Sie die Datei aus, die Sie oder den Screen, aus dem Sie laden möchten, in unserem Fall Teach Screen. Drücken Sie einfach auf Öffnen, dann lädt die das ein. Und wenn das fertig ist, sehen Sie unten rechts unter Screen, dass der Teach Underline Screen V1 gesetzt wurde. Gehen Sie auf Konfigurieren, gehen Sie auf Control und überprüfen Sie, ob unter Plugins REC-File aktiviert wurde, so wie hier mit dem grünen Häkchen. Hat ja ein rotes Kreuz, einfach auf das Kreuz klicken, wird es grün. Anwenden drücken, OK drücken und die Mach 4 neu starten. Ist das grüne Häkchen gesetzt, brauchen wir nicht neu starten. Dann gehen wir unter Konfigurieren, unter Plugins auf REC-File, drücken einmal auf das weiße Blatt Papier mit dem grünen Kreuz. Damit übernehmen wir eine neue Zeile, einmal. Hier haben wir uns die Zeile 41 eingefügt, die wäre jetzt leer. Dann tragen wir unter Name FileName ein, so wie hier geschrieben, das ist wichtig. Und unter Description, Beschreibung, Name of the File, also Name, Freizeichen, of, Freizeichen, the, frei und dann File, das ist wichtig. Hier rechts drauf drücken, dann auf OK. Haben Sie eine zusätzliche Zeile, hier 42 zum Beispiel, die leer ist, drücken Sie einmal auf die 42 und dann hier oben auf das X, damit die gelöscht wird. Okay, wenn wir die Oberfläche geladen haben, drücken Sie auf Teachen, tragen Sie hier bitte unter Name c:// teach, das ist der Ordner, slash und jetzt den Programmname, so wie das Programm heißen soll. Drücken Sie einmal bitte auf G0 einfügen, dann wird hier unten links Sätzegeschwindigkeit auf G0 als Meldung geschrieben. Jetzt können wir in den Ordner C Teach gehen. Jetzt sehen wir, dass wir hier ein Programm haben. Und hier sind jetzt ein paar Sachen übernommen worden. Die löschen wir raus. Schließen das Programm. Und jetzt geht es eigentlich los, wie im Video 1 beschrieben, mit dem Handrad zu bewegen oder hierüber bewegen, aber die Übernahme der Position wird immer nur dann gemacht, wenn Sie auf den Button auf dem Handrad drücken. Oh, eins noch. Wir müssen die Taste zuweisen. Auf Konfigurieren, auf Control, Eingangssignale. So, der Eingang Nummer 30 ist für dieses Teachen zuständig. Also Eingang Nummer 30 aktivieren, also einfach nur auf das rote X drücken, auf das Gerät auswählen, in unserem Fall, und das ist ja hier auch zwingend vorgeschrieben, aber Sie können sich auch eine externe Taste legen, was auch immer. MPEG, wir haben den Eingang Nummer 8, weil wir das alte Handrad haben, haben Sie das neue Handrad, legen Sie das bitte auf in 9. Und die Benutzerbeschreibung muss nicht gemacht werden, aber wir machen das damit, also Position setzen zum Beispiel, damit ich immer noch weiß, wofür das ist. Übernehmen Sie das,
Ja, und jetzt steht dem Arbeit mit ihrem Handrad, mit dem Teachen nicht mehr im Wege. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen noch eine schöne Woche.